Der Ukraine-Krieg ist noch lange nicht vorbei, auch wenn sich die Märkte das wünschen, aber vor allem einpreisen. Mit dem Wünschen bin ich ganz bei den Märkten. Mit dem Einpreisen habe ich so meine Schwierigkeiten, weil es schlichtweg von der Realität zu weit entfernt ist. Und diese Realität wird sich wahrscheinlich früher oder später dann zeigen. Und dann müssten die Märkte eigentlich das alles wieder auspreisen. Aber diese Märkte sind ja noch irgendwie so konditioniert, nicht nur durch die Notenbanken, sondern auch durch den Trumpschen Handelskrieg. Damals gab es ja auch immer wieder diese Situation, positive Meldung, vor allem durch Trump, Märkte nach oben. Negative Meldung, Märkte nach unten, aber lange nicht so viel wie nach oben bei einer positiven Meldung. Nun war damals der Handelskrieg so gestrickt, dass da Trump im Grunde die Dinge ja so machen konnte, wie er wollte, als Hafensänger immer richtig auf die Kacke gehauen, auf Deutsch gesagt, gedroht, um dann wieder zu sagen, Best Friends und so weiter und dann irgendwie so einen Pseudo-Deal einzufedern und alle waren glücklich. Das wird diesmal nicht gehen. Dazu ist die Sache viel zu ernst, dafür sind zu viele Menschen umgekommen, da geht es schlichtweg um zu viel. Dementsprechend wird diese Geschichte nicht ganz so einfach wie beim Handelskrieg gegen China damals zwischen Trump und eben China, sondern das ist jetzt eine völlig andere Baustelle. Schauen wir uns die Dinge mal im Kontext an. Hier sehen wir Delegationen, die sich da heute in der Türkei getroffen haben. Es ging um Sicherheitsgarantien, es ging um den neutralen Status der Ukraine. Da scheint die ukrainische Regierung ja einlenken zu können und so hat man sich da in Istanbul getroffen und es kam dann eine sehr schöne Meldung, Aussagen der ukrainischen und russischen Delegationen. Und das Interessante war, da hat man sich dann geeinigt, okay, und die Russen haben gesagt, wir würden dann erstmal so ein bisschen Kiew und noch eine andere Stadt weniger belagern, würden da Truppen abziehen, um diese Gespräche zu erleichtern. Aber das eigentlich Relevante ist nicht besprochen worden, was passiert mit dem Donbass. Vorher hatte die ukrainische Seite gesagt, kein Zentimeter Boden werden wir da verloren geben. Und was passiert mit der Krim? Da hat man nur sehr schwammig formuliert, ja, so in den nächsten 15 Jahren können wir da mal konstant drüber sprechen. Und was soll man damit anfangen? Jedenfalls die Märkte hellauf begeistert, Dollar nach unten, Öl nach unten, Gold nach unten, also alles, was sicherer Hafen ist und alles, was Risk on der Fall war, das ist massiv gestiegen, aber dann hat sich das Ganze so ein bisschen wieder relativiert, könnte man sagen. Und dafür gibt es sehr, sehr gute Gründe. Zunächst mal die Skepsis der Amerikaner selber, die sagen, naja, wir wollen uns zunächst mal anschauen, was da an Taten passiert, nicht nur an Worten. Und jetzt gibt es da gespaltene Meinungen seitens der USA oder auch des Westens. Einige sagen, naja, wir müssen erstmal abwarten, was da überhaupt der Fall ist, ob die wirklich sich zurückziehen, ob das wirklich ein strategischer Gamechanger ist von Moskau, ja oder nein. Jedenfalls, letzte Meldungen sagen, ja, die beginnen wirklich offenkundig, sich da von Kiew so ein bisschen abzusetzen. Warum? Das ist die große Frage. Einen Häuserkampf, den kann man kaum gewinnen. Das ist ein Riesending. Da fehlt die Ortskenntnis der russischen Soldaten. Man trifft auf eine Bevölkerung, die mit Molotow-Cocktails etc. agiert. Das zeigen viele Beispiele, das zeigt die Erfahrung in Kabul etc., wie schwer das offenkundig ist, so etwas irgendwie ohne große Opferzahl zu gewinnen. Und dann kam der erste kleine Dämpfer durch den russischen Chefunterhändler, der hat gesagt, nee, das ist kein Waffenstillstand, den wir hier geschlossen haben. Das hatten die Märkte irgendwie scheinbar so verstanden, sondern es geht nur hier um diese zwei Städte, Kiew und diese andere Stadt Tschernihiw, die hier sozusagen in dieser Erleichterungssituation sind. Und ein Bremmer, den viele von Ihnen kennen, hat gesagt, ja, ein Waffenstillstand, der könnte schon möglich sein, aber was ist mit den Sanktionen? Und diese Sanktionen wird der Westen nicht aufheben, das ist genau der Punkt. Warum? Weil eben man das als völkerrechtswidrige Aktion hier gewertet hat, die eben nicht jetzt durch einen Waffenstillstand aufgehoben wird. Und vor allem diese Sanktionen wiederum dürften es der russischen Seite erschweren, dass man hier wirklich ins Gespräch kommt. Hier hat Boris Johnson das nochmal gesagt, was wahrscheinlich alle westlichen Regierungen sagen werden. Wir werden die Sanktionen, vor allem gegen die russische Zentralbank etc., nicht aufheben, selbst wenn es zu einem Waffenstillstand käme, der, wie gesagt, ja noch nicht da ist oder nicht wirklich in Sichtweite ist. Jetzt gibt es dann im Westen auch verschiedene Kommentatoren, die sagen, ja,
Das könnte ein taktisches Manöver sein, um Zeit zu gewinnen. Dann haben die Amerikaner noch gesagt, ja, also die Russen haben wiederholt jetzt sogenannte Hypersonic Missiles abgefeuert, also diese Hyperschallwaffen, die ja so besonders heftig sind, weil sie im Grunde kaum Abwehrmöglichkeiten oder es kaum Abwehrmöglichkeiten gibt, weil die sozusagen unter Druck erzeugen, alles letztendlich vernichten können, auch Unterirdisches. Was wiederum darauf hindeuten würde, wenn das stimmt, dass die Russen ja alles andere als diese Geschichte deeskalieren und sozusagen darauf schon vorbereiten, dass man hier wirklich zu Kompromissen bereit ist. Und jetzt ist die ganz, ganz große Frage nach meiner Auffassung, wie schaut es mit der eigentlichen Kernfrage für den Westen aus, nämlich die Forderung von Putin, hier bis 31.03. muss eine Umstellung erfolgt sein seitens der Verträge, dass russisches Gas nur noch in Rubel bezahlt wird. Das ist jetzt die große Frage. Das haben heute nochmal verschiedene Sprecher, verschiedene Institutionen, wenn man so will, in Russland bekräftigt. Hier der Sprecher des Oberhauses, Russland bereit, alle möglichen Optionen hier auszuarbeiten. Das wird bis zum 31. März passieren, also bis zum Donnerstag, und dann wurde der Kreml hier gefragt, ja, ob jetzt die Firmen, die westlichen Firmen eben in Rubel bezahlen sollen. Ja, genau das werden sie müssen, denn man muss jetzt berücksichtigen oder müsse jetzt berücksichtigen, dass ja der Westen einen ökonomischen Krieg gegen Russland führe. Dementsprechend sei es jetzt eben notwendig und absolut unabdingbar, dass der Westen hier diese Rubelzahlungen leiste. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn es jetzt eine Privatfirma ist in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern, die könnte ja theoretisch in Rubel bezahlen, aber sie wird das nicht gegen den Willen der politischen Führung tun können. Das, denke ich, wäre sozusagen so ein leichter Ausweg, dass man gesichtswahrend sagt, nö, wir werden das nicht unterstützen, aber hintenrum dann doch westliche Firmen in Rubel bezahlen. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, halte ich für unwahrscheinlich. Dementsprechend dürften die Firmen in Anführungszeichen der Empfehlung der Politik folgen und das ablehnen. Und dann haben wir am Freitag wahrscheinlich ein komplett anderes Spiel oder ab Freitag ein komplett anderes Spiel, nämlich die Situation, dass wir kein russisches Gas mehr bekommen und kein russisches Öl wird ohnehin schon gekauft, beziehungsweise deutlich weniger. Transneft, diese russische Firma, hat jetzt verschiedenen Ölfirmen in Russland gesagt, also wir werden jetzt weniger Kapazitäten aufnehmen, hier nämlich in die eigenen Raffinerien, weil man schlichtweg so viel Öl schon hat. Sprich, das Öl ist nicht abverkauft worden an westliche Abnehmer. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen, dass die russischen Öleinnahmen durch die sogenannten Urals, also das russische Öl, hier deutlich zurückgegangen sind in letzter Zeit. Dementsprechend hier praktisch ja ein Boykott schon stattfindet, ein Embargo stattfindet, liegt auch daran, dass der Westen weniger abhängig ist, vor allem Deutschland weniger abhängig ist von Öl aus Russland als von Gas aus Russland. Also hat man in der Tat hier schon eben dieses russische Öl mehr oder weniger boykottiert. Und wenn jetzt, sagen wir mal, diese Geschichte mit dem Gas so kommt, wie ich es vermute, nämlich dass wir kein Gas mehr aus Russland kaufen, dann hat das auch Einfluss auf den Ölpreis. Wenn der Ölpreis, so hat Jörg Kremer, Chefvolkswirt der Commerzbank, mal hier vorgerechnet, bei durchschnittlich 120 Dollar läge und Gas dementsprechend, und das ist ja dann fast noch konservativ, wenn die Russen kein Gas mehr liefern, dann würde die Energierechnung Deutschlands von 2% derzeit oder vor dem Ukraine-Krieg auf 6,5% des BIPs steigen. Alleine dieser Kaufkraftverlust spräche für eine schwere Rezession im Fall eines Energieembargos. Ja, da kann man dem Herrn Kremer nur zustimmen. Das ist der Fall, aber in der deutschen Öffentlichkeit, mindestens von der deutschen Politik, an die deutsche Öffentlichkeit noch nicht so wirklich kommuniziert worden. Man bereitet die Leute nicht darauf vor. Sollte man aber, denn wenn es kommt, dann wäre es besser, man hat die Leute so ein bisschen vorgewarnt zumindest, dass da doch andere Zeiten auf uns zukommen. Andere Zeiten sehen wir dann in der Reaktion auch der Anleihemärkte, auch in Deutschland, auf eben diese Perspektive. Wir sehen hier die zweijährige deutsche Staatsanleihenrendite, das erste Mal seit 2014 wieder über Null. Man kann es ja kaum fassen. Die Ära der Negativrenditen ist offenkundig vorbei. Hier sehen wir die 10-jährige deutsche Rendite auf 0,68% gestiegen, höchster Wert seit 2018.
Das hat bei den Banken schon massive Auswirkungen. Die werden risikoaverser, da werden bestimmte Kredite nicht mehr vergeben in vielen Bereichen, die vorher noch vergeben wurden zu diesen Null- und Negativzinsen. Jetzt wird man deutlich risikoaverser. Und diese Null- und Negativzinsen wiederum, die verdanken wir nicht nur der EZB, sondern auch der Fed. Jetzt hat Bill Dudley, der ehemalige Chef der New York Fed, die ja sehr, sehr bedeutsam ist, mal heute wieder einen rausgehauen und hat gesagt, the Fed will have to tighten enough to push the unemployment rate higher. Also, man wird hier auch auf Kosten der geringen Arbeitslosigkeit wohl diese Straffung der Geldpolitik machen. Und Dudley hat dann gesagt, naja, Paul reklamiert, dass er halt Pech gehabt hat und bis zum gewissen Grad mag er da vielleicht richtig sein, aber dennoch hat die Fed die Verantwortung dafür, dass sie die Inflationsrisiken zu lange runtergespielt hat und nicht mit ihrer Geldpolitik darauf reagiert hat. Das ist für einen Notenbanker, der zwar ein Ex-Notenbanker ist, aber dennoch hat man ja so einen Kodex innerhalb der Notenbanker, der besagt, greife andere Notenbanker, die vor allem aktiv sind, noch nicht an. Ist das schon eine ziemlich beißende Kritik, könnte man sagen. Und der eine oder andere nimmt sich das zu Herzen, so etwa Harker, der Chef der San Francisco Fed, der gesagt hat, ja, wir haben bei der Fed kollektiv unterschätzt, welchen Impact, welche Bedeutung die fiskalischen Ausgaben, also Stimulus plus Gelddrucken der Fed auf die Inflation gehabt hätten. Und die Fed hat ja kürzlich, wie Sie hier unten in diesem Tweet sehen, unter dem Bild von Harker, eine Studie vorgelegt, wo sie behauptet, naja, die Invertierung der Zinskurve bei der 2- und 10-jährigen US-Anleiherendite, die würde ja eigentlich gar keine Rolle spielen. Das hat Harker explizit zurückgewiesen und gesagt, das ist definitiv ein Zeichen für eine kommende Rezession. Und wir sind jetzt so knapp davor, dass wir invertieren, könnte heute noch an den Märkten passieren. Und interessant auch, was Harker dann übrigens zu China sagt und dem Lockdown in Shanghai. Er sagte, das wird ein neuer Rückschlag in Sachen Supply Chains werden, in Sachen Lieferketten, und das könnte ein 50 Basispunkte Hike, also eine Anhebung um 0,5% bei der nächsten Fed-Sitzung likely appropriate machen, also wahrscheinlich angemessen machen. Und wir sehen schon, heute waren die Verbrauchervertrauen-Daten von dem Conference Board wurden heute gemeldet. Da haben wir gesehen, dass die Erwartungen crashen. Die Lage wird noch gut eingeschätzt, aber wir sehen, die Inflationserwartungen sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen mit 7,9%. Und Inflation ist das, was den Amerikanern wehtut, vor allem der knappen Hälfte der Amerikaner, die nicht mal $1000 im Petto als Reserve haben. Kommen wir jetzt noch zu den Märkten, die ja ganz euphorisch waren, die Aktienmärkte nämlich, weil man sich gesagt hat, wir preisen jetzt einmal die beste aller Welten ein, gell, wir kaufen und dann stellen wir Fragen. Wir sehen aber jetzt hier, dass Goldman Sachs etwa zeigte, dass wir ja jetzt kurz vor dem Quartalsende sind. Und normalerweise gibt es ja diese Balance zwischen Anleihen und Aktien, die viele professionelle Investoren hier einhalten. 60-40, 70-30, wie auch immer. Jetzt sagt Goldman Sachs, also die institutionellen Investoren, die müssen bis Monatsende wohl $31 Milliarden an Equities, an Aktien verkaufen, um dieses Rebalancing hinzubekommen, also praktisch diese Balance zwischen Aktien und Anleihen, zu denen sie regulatorisch verpflichtet sind. Als wir am Tief waren, als also die Märkte auf dem Tiefpunkt waren, da war es so, dass die hätten 40 Milliarden kaufen müssen, aber dadurch, dass sie jetzt eben inzwischen gekauft haben im Zuge dieser Rallye, müssen sie eben wieder dieses Rebalancing machen, zumal eben ja die Anleihen abverkauft wurden. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass diese Player zu wenig Anleihen haben, eben wie wir im Zustand der Renditen gesehen haben, die ja deutlich nach oben geschossen sind. Und Sven Henrik sagt ja, egal was kommt, kauft den Krieg, kauft den Frieden, kauft die Zinsanhebungen, kauft die Zinssenkungen, kauft das Wachstum, kauft die Rezession, was auch immer, kauft es einfach mal. Und wer jetzt mal 3 Monate weg gewesen wäre, irgendwie auf einer Insel, und der schaut sich den S&P an, der jetzt ungefähr da steht, wo er am Anfang des Jahres war, der hätte denken können, es ist ja gar nichts passiert, gell? Und viel ist ja nicht passiert, ein bisschen ein Krieg, nein. In Europa, ne? Millionen von Flüchtlingen, gell? Explodierende Rohstoffpreise, explodierende Inflation, wo ist das Problem? Wir haben kein Problem, gell? Wenn wir kein Gas aus Russland haben, ne? Dann machen wir uns halt selber eins, furzen wir vielleicht ein bisschen das Gas daher, ich weiß es nicht. Ja? Also es ist, da hat man Lösungen, ja? das ist absolut souverän, was da passiert, und wir sehen diese Euphorie, die teilweise hier herrscht. Man hat so das Gefühl, wir
spielen jetzt so ein bisschen die guten alten Zeiten, als die Notenbanken noch jeden Dip durch ihre Liquidität haben Kaufenswerte werden lassen. Diese Meme-Stocks, die gestern massiv gestiegen sind, vor allem durch den Optionsbereich wieder. Wir haben gestern Tesla gesehen. Nomura sagt, das ist wieder so ein Moral Hazard, der da stattfindet, gerade auch bei den Privatanlegern, der ist schon erstaunlich. Aber jetzt kommt eben die entscheidende Frage, was wird passieren? Gaspreis steigt, der große Rubel-Countdown läuft. Diesen Artikel müssen Sie lesen, damit Sie wissen, was jetzt kommen und passieren wird. Unter dem Video verlinkt, ebenso für die Freunde des Goldes, die heute gelitten haben, weil Gold ja doch deutlich gefallen ist, zwischenzeitlich dann sich etwas erholen konnte, Goldpreis auf der Kippe, Korrektur oder Rallye, wo sind die wichtigen Marken für das gelbe Edelmetall? Das ist der zweite Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Also Gas, ganz, ganz wichtig, Gold für die Freunde des Goldes, auch wichtig, beides unter dem Video. Ich sage Servus und Ciao.